Nur mit dem Stäbli machen, dass es anfängt zu leuchten. Jetzt hat man es herausgefunden. Verknicken, verbrechen, genau. Und was muss man machen, damit du anfängst zu leuchten? Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Aber das sind nicht alle Menschen automatisch das Licht der Welt, oder? Oder sind es alle Menschen? Nicht wirklich, oder? Was braucht es, damit du anfängst zu leuchten? So wie Jesus. Zusammenbruch? Okay. Krass. Hast du schon eine Idee? Hast du noch eine Idee? Sterben, ja. Genau, eigentlich ein Zusammenbruch von was? Von einem Haar? Oder wann muss gebrochen werden? Vom eigenen Ich. Okay. Hast du noch eine Idee? Vom alten Ich, oder? Einverstanden? Also vom alten Mensch, vom Ego, vom Stolz, okay? Sind ihr dabei? Genau, und danach, wenn wir uns hingehen, sagen, ich lebe nicht mehr für mich, sondern du, Jesus, lebst durch mich. Ich lebe nur noch für dich. Ich gebe meinen Stolz auf, mein Ego. Es geht nicht mehr um mich, sondern du bist der Herr von meinem Leben. Es geht um dich. Genau der Bruch braucht es bei uns. Und dann fährst du an zu leuchten. Das siehst du äußerlich nicht, aber manchmal auch äußerlich. Auch von den Augen her, wenn man jemanden mit den Augen schaut, merkt man, dass irgendetwas Leben, irgendetwas, was du hast, was andere nicht haben. Manchmal fragen die Leute, irgendetwas hast du, was hast du, ich möchte das auch. Vielleicht hat die Frage auch schon erlebt, genau. Und das ist genau das, oder? Und wir, das ist das übernatürliche Leben, das wir können leben, oder? Wir eigentlich haben alle das Potenzial, wir sind gleich gemacht wie Jesus. Er hat gesagt, so wie Jesus ist, so sind wir in dieser Welt. Und wir haben das Potenzial, all die Wunder tun, die Jesus auch da hat. Wir sind alle unterwegs, oder? Das Potenzial auszuschöpfen. Und immer mehr die Sachen auch wirklich zu wagen, dass wir nicht im Kreuz stehen bleiben, sondern wirklich ins Reich Gottes hineinstehen. Ja, zum Beispiel bezüglich göttliche Heilung habe ich vor 4, 5 Jahren so ein Leben angefangen zu studieren. Ich habe plötzlich einen gesehen auf der Straße, weil ich auch viel auf der Straße bin, habe ich so Leute angetroffen, die auch für Leute beten und Heilungen passiert sind. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er das erlebt und so. Er hat mir dann einen Link gegeben von einem Teaching, wo ich dann auch gehört habe. Und einfach, da habe ich eigentlich nichts anderes gehört, als all die Entschuldigungen, die man manchmal hat in der Christenheit, hast du einfach weggelassen. Einfach, das Wort Gottes hat einfach recht. Also, am Schluss bleibt einfach das einfache Wort Gottes und dann erlebst du es auch. Das sind wie so die Lügen oder die Entschuldigungen, Ausreden sind wie weg. Und danach eigentlich habe ich mich gefühlt wie ein Kind, das den Spielplatz Gottes entdeckt, die dann einfach das ausprobiert, gemacht, oder? Für die Leute betet, so viel Gelegenheit wie möglich genutzt und dann habe ich immer mehr auch erlebt. Und heute ist es fast täglich eigentlich, wo ich eine Heilige erleben darf. Jesus, du bist ein Mann.